Wir haben es hier mit einem Rückbau, mit einem gigantischen Rückbau einer funktionierenden Energieinfrastruktur zu tun, die uns in den nächsten Jahren auch noch über 1 Billion Euro kostet. Ich habe Habeck gefragt, wie viel denn 1 Billion, also eine 1 mit wie vielen Nullen hat. Weiß ich nicht. Hat er natürlich nicht gesagt, aber es ist immer so dieses Rumdrucksen. Wissen Sie, sobald die erste Zahl bei diesen Leuten ankommt, ist immer so verschämt dann so. Dann wird weggeguckt, oh, bloß keine Zahl jetzt. Keine Zahl. Ja, 1 Billion. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Fast so viele Nullen, wie in dieser Bundesregierung sitzen. Voranbringen. Es bleibt einfach das Problem, und das ist ja real, wir haben es ja gerade gesehen, dass wenn man noch mehr machen will, man irgendwo Geld finden muss. Und dieses Problem ist im Moment nicht gelöst. Deswegen konzentrieren wir uns nur auf die Sachen, die nicht so viel kosten. Immer wieder geht die AfD-Chefin mit den Nullen von der Ampel hart ins Gericht und trifft mit ihren Worten den Nagel auf den Kopf. Das betrifft sowohl die absolut verfehlte Energiepolitik, die das Industrieland Deutschland mit der Umstellung auf den Flatterstrom in den Ruin treibt, sondern auch den vom politisch-medialen Komplex hochstilisierten vermeintlichen Skandal um das angebliche Geheimtreffen von Potsdam, das vom Portal Corrective aufgebauscht wurde. Während die AfD in allen Umfragen immer besser abschneidet, befinden sich die Ampelparteien im Sinkflug. Ein Grund genug, um alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Ruf der AfD zu schädigen. Weidel kritisiert aufs Schärfste die widerlichen Stasi-Methoden, mit denen in Deutschland gerade gegen Andersdenkende vorgegangen und die Opposition bekämpft werde. Eigentlich werden die sogenannten Recherchen von Corrective aus den Steuergeldern finanziert. Dass dessen Journalisten bzw. Aktivisten regierungstreu sind, bedarf sicher keiner Erwähnung, oder? Es schwirrte jetzt wochenlang das Wort Deportation um. Dann wurde es so gedreht, ach, die AfD sei ja angeblich dafür, weil irgendwie so 2, 3 Leute da drin gesessen hätten. CDUler im Übrigen auch, von denen redet keiner. Nur, der Clou, niemand hat von Deportation gesprochen. Das ist eine freie Erfindung. Und diese Woche sitzt doch tatsächlich die Chefin von Corrective im Presseclub und gibt zu, also Korrektiv, Deportation, ich verwechsel schon Deportation mit Korrektiv. Irgendwie ist das auch ganz interessant, psychologisch. Korrektiv hat das Wort Deportation nie benutzt. Das muss man sich mal vorstellen. Dann rudern die alle zurück, um ihre schmierige Lügenschleimspur, um es mal ganz deutlich zu sagen, zu verwischen. Aber das ist genauso, wie hier heutzutage gearbeitet wird. Dazu muss man wissen, Corrective wird steuerfinanziert. Es sind unsere Steuergelder, die dort in solche Kampagnen reingesteckt werden. Was wir brauchen endlich, sind unabhängige Medien, ein unabhängiger Journalismus. Wir haben wirklich die Nase voll von diesem Kampagnenjournalismus. Und ja, die Schwierigkeit ist dabei, wenn man da ein bisschen mehr Wettbewerb hat im Mediensektor. Da muss man natürlich als Journalist auch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, mehr gelernt haben. Da muss man sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Alles schwierig, wenn man alles nur irgendwie in diesen woken linken Gender-Studiengängen zugebracht hat. Dann kriegt man auch nichts mehr auf die Kette in der freien Wirtschaft. Diese Leute fasst doch niemand mehr an! In der freien Wirtschaft und nicht mehr mit der Kneifzange, darum sitzen sie da und verkabeln irgendwelche Privaträume. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendwelche Aktivisten so in der Wanduhr, dann da noch und hier, da verkabeln wir hier. Das ist Stasi, liebe Freunde. Das ist DDR, wie hier gearbeitet wird. Wo ist denn da der Verfassungsschutz? Deutschland braucht endlich einen unabhängigen Journalismus und unabhängige Medien. Diese Forderung der AfD steht schon längst schwarz auf weiß im Parteiprogramm der AfD. Nicht, dass einer jetzt plötzlich auf die Idee kommt, der Partei wieder das Wort im Mund zu verdrehen. Frau Weidel hat da natürlich völlig recht. Welcher freie Journalist braucht es, private Veranstaltungen zu belauschen? Es seien Stasi-Methoden und DDR.
Der Verfassungsschutz ist dabei aber auch nicht daran interessiert, die Oppositionspartei gegen diese Diffamierungskampagne und Verletzung der Privatsphäre zu schützen. Ganz im Gegenteil, er benachteiligt die AfD und stellt sich erwartungsgemäß auf die Seite der antidemokratischen Ampel. Eine pseudoneutrale Behörde. Das muss man sich vorstellen. Der Verfassungsschutz, der selbst gegen die Verfassung verstößt. Denn was tut er? Er benachteiligt die AfD als politische Konkurrenzpartei. Und damit ist der Parteienwettbewerb gestört. Der Parteienwettbewerb, der gleich sein muss, der ausgefochten werden muss mit Argumenten, ist verfassungsrechtlich festgelegt. Und dementsprechend ist der Verfassungsschutz selbst ein Verfassungsfeind. Wir müssen zurück zur Freiheit, zum Freiheitsgedanken. Wir brauchen weniger Staat, wir brauchen mehr Freiheit. Unternehmerische Freiheit, aber auch persönliche Freiheit. Der Staat hat sich nicht in die Erziehung unserer Kinder einzumischen. Er hat nicht in die Schule zu gehen und dort andere Inhalte zu vermitteln als Bildung. Das ist nicht sein Auftrag. Alice Weidel hat bereits öfters die Vermutung geäußert, dass die mit Steuergeldern finanzierte Fälscherwerkstatt Corrective eine Tarnorganisation des Verfassungsschutzes sei. Es gebe jedenfalls genügend Anzeichen dafür, wie etwa den Informationsfluss in Echtzeit. Die Denunziationskampagnen würden mittlerweile jede Grenze überschreiten. Das sehen wir etwa in den zahlreichen bundesweiten Demonstrationen gegen rechts und die AfD, zu denen sogar die Ampelpolitiker die Bevölkerung aufrufen. Und es geht ja noch weiter, sie gehen dorthin als allererste, um angebliche Bürgernähe zu zeigen, man stehe mit dem Volk zusammen, an Dummheit nicht zu übertreffen. Erinnert euch übrigens an diese Plakate, die man auf solchen Demos trägt, auf denen sogar zum Mord an AfD-Politikern und Anhängern wird mittlerweile offen aufgerufen wird. Die meisten von der Ampel begrüßen solche Kundgebungen und zeigen sich froh, dass es so viele Demokraten gäbe. Das Wort stammt natürlich von der SPD, den Grünen, der FDP. Ich bin dankbar für alle, die Flagge zeigen. Zitat Hendrik Wüst zu den Demos gegen die demokratische Opposition. Hendrik Wüst ist also dankbar. Doch wofür? Die Fakten. AfDler töten. Mit diesem Motto marschierte der extremistische Antifa-Mob in Aachen. Herr Wüst ist also dankbar. Dankbar dafür, AfDler zu töten? Im Ernst? Herr Wüst, ich erwarte, dass Sie sich hier jetzt hinstellen und das unmissverständlich verurteilen. Stehen Sie endlich zu Ihren Fehlern. In Münster lehnt es das Jugendbündnis gegen Antisemitismus ab, dort zu sprechen, weil dort laufend antijüdische Parolen fallen. Und Herr Wüst ist dankbar? Wofür eigentlich, Herr Wüst? Ich will Ihnen was sagen. Mordaufrufe, Judenfeinde, CDU-Hasser und Antidemokraten, das sind die Objekte Ihrer Dankbarkeit. Das sind die Bündnispartner der Wüst-CDU. Sein Lieblingskoalitionspartner, die Grünen von Ricarda Lang. Trotz der ganzen Diffamierungskampagne und der vielen Mitläufer bei Demonstrationen gegen die AfD ist Weidel aber optimistisch, dass die Bürger in Deutschland dieses perfide Spiel der regierenden Parteien und der ihnen untergeordneten Organisationen durchschauen. Das totalitär anmutende Vorgehen gegen die Opposition, die Überwachung von Andersdenkenden seien, symptomatisch von Regierungen im Endstadium. Noch in diesem Jahr stehen die Landtagswahlen in Ostdeutschland an und dann werden wir alle gemeinsam schauen, wer letzten Endes als Sieger hervorgehen wird.